Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video in GTA Online, denn heute zeige ich euch einen krassen Money Glitch. Und zwar könnt ihr mit diesem Money Glitch mehrmals Auto duplizieren, wenn euer Freund einmal im Modus ist. Wie geil ist das denn? Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, noch ein ernstes Thema, denn ihr müsst noch das Video liken, ganz wichtig. Und natürlich für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, müsst ihr mich natürlich abonnieren, sonst geht hier gar nichts mehr, ne? Aber ich muss sagen, fangen doch mal erstmal an. Was brauchen wir denn überhaupt für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch einen MOC. Im dritten Abteil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch eine Arena. Und in der Arena, Leute, muss das Fahrzeug stehen, was ihr duplizieren wollt. Mein Tipp: Nimmt den Easy aus Arena-Werkstatt bzw. in der Zukunftsschock-Variante. Außerdem braucht ihr mit in der Arena irgendwelche Random-Fahrzeuge, die ihr für diesen Glitch gebrauchen könnt. Und keine Sorge, Leute, diese Random-Fahrzeuge verliert ihr nicht bei diesem Glitch. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch Faccio-Roller, denn pro Duplikat verliert ihr ein Faccio-Roller. Und ganz wichtig, Leute, dieser Faccio-Roller muss in einer normalen Garage stehen oder irgendwo anders, aber nicht im MC-Clubhaus, ne, mit dem ich versteht. Und außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch natürlich einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr alles, Leute? Sehr gut. Denn jetzt können wir mit dem Glitch anfangen. Das bedeutet, wir sind jetzt mit unserem Freund in einer Einladungssitzung. Und Leute, es ist wirklich sehr wichtig, dass das Ganze in einer Einladungssitzung stattfindet. Denn wir stehen jetzt hier beide vor meiner Arena. Denn ich gehe jetzt einfach mal in die Arena rein. Seid ihr jetzt in der Arena angekommen, Leute, müsst ihr als erstes über Smartphone eine Aktivität starten. Das bedeutet, ihr öffnet das Handy, geht auf schneller Job, scrollt runter zu Aktivitäten und sucht euch jetzt eine Aktivität raus, zum Beispiel Golf oder Darts, und geht ganz wichtig auf alleine beitreten. Jetzt müssen wir so circa 20 Sekunden warten, bis dann unten rechts steht, Leute, 1 von 2, 2 von 4, irgendwie sowas, da steht, Lobby wird gefüllt. Das bedeutet, ihr seid in Aktivität drinne. Denn als nächstes müsst ihr jetzt euren Freund einladen in eure Arena. Übers Interaktionsmenü. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, switchen wir so gesehen mal kurz zum Freund. Denn jetzt muss der Freund sich erstmal verglitschen. Denn der Freund öffnet jetzt erstmal die Einladung zur Arena übers Handy. Das bedeutet, er öffnet das Handy, geht auf Jobliste, geht auf die Einladung von Arena. Und zwar so, Leute, dass er nur auch einmal X drücken müsste, um diese Einladung zur Arena anzunehmen. Wenn er das hat, Leute, sehr gut. Denn als nächstes muss er ins PSN-Menü und geht auf euer Profil und geht auf Profil beitreten. Also ne, euch beitreten halt. Aber nicht direkt, sondern ihr erwartet kurz noch im Screen. Denn sobald er auf diese Taste jetzt drückt, dass er beitreten würde, würde er sofort beitreten. Aber wir müssen das hier mit Timing machen. Denn sobald er auf diesen Knopf drückt, Leute, muss er spammen, was das Zeug hält. Denn das Ziel ist es ja, dass er euch beitritt übers Profil, aber auch die Einladung zur Arena annimmt. Sprich, der Freund macht das jetzt. Er spammt es xxxx so oft x, wie er kann, bis er wieder gespawnt ist. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr ja vor der Arena spawnen, aber mit kaputter Minimap. Und ganz wichtig, Leute, es darf nicht stehen, Ladevorgang. Ne, das sind so die drei Sachen, die wichtig sind, die euch zeigen, dass das Ganze funktioniert hat. Wenn da irgendwie Ladevorgang steht oder sowas, dann ist der Modus zwar richtig, aber der geht nach kurzer Zeit wieder weg und das ist nicht zu gebrauchen. Deswegen genau das, wie es hier im Video ist, muss es passieren. Ganz wichtig. Wenn ihr irgendwie Fail habt, müsst ihr es nochmal neu machen. Gut, in meinem Fall hat es jetzt mein Kollege hinbekommen. Das bedeutet, wir switchen mal kurz wieder die Ansicht und sagen, jo, ich kann jetzt weitermachen. Denn als nächstes muss ich jetzt ein Fahrzeug rausstellen, wo mein Freund einsteigen kann. Irgendein random Fahrzeug und nein, Leute, ihr verliert dieses Fahrzeug nicht. Ich habe jetzt hier irgendein SUV genommen, fahre jetzt raus, steig aus und mein Kollege steigt ein. Und ihr geht einfach zu Fuß in die Arena wieder rein. Seid ihr in der Arena angekommen, Leute, müsst ihr jetzt wieder in irgendein random Fahrzeug einsteigen. Denn, Leute, ihr müsst jetzt Folgendes tun. Ihr müsst jetzt gleich rechte Pfeiltaste drücken für die Tuning-Garage, aber kurze Zeit später müsst ihr die Optionstaste drücken für das Optionsmenü. Also, wir machen das jetzt mal kurz. Rechte Pfeiltaste, kurz eine Millisekunde warten und dann Optionstaste drücken. Sprich, ihr seht mal kurz die Scheinwerfer aufleuchten und ihr seid im Optionsmenü. Wenn sonst nichts mehr passiert, Leute, habt ihr es richtig gemacht. Jetzt müsst ihr die untere Pfeiltaste gedrückt halten. Und Leute, diese Pfeiltaste lasst ihr erstmal nicht wieder los.
Denn wenn ihr das gemacht habt, Leute, könnt ihr die Optionstaste wieder drücken, um aus dem Optionsmenü wieder rauszukommen. Seid jetzt wieder aus dem Optionsmenü raus, könnt ihr langsam die R2-Taste mal testen. Also sprich, ihr fahrt mal vorsichtig mit dem Fahrzeug los. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr in Arena fahren könnt. Und sobald ihr das habt, Leute, könnt ihr auch die untere Falltaste loslassen. Gut, Leute, als nächstes müssen wir unser Fahrzeug zur Garage begeben. Das bedeutet, wir fahren jetzt hier zur Garage und klemmen eine Seite ein. Es ist völlig egal, ob es die Fahrer- oder Beifahrerseite ist. Gut, haben wir das Fahrzeug jetzt ungefähr so eingeklemmt, wie ich das hier im Video gemacht habe, steigt hier aus, Leute. Und geht jetzt zu irgendeinem anderen Random-Fahrzeug und steigt da wieder ein. Aber Leute, ihr könnt hier direkt losfahren in der Arena. Das bedeutet, was wir eben gemacht haben, müssen wir hier nicht mehr machen. Was solltet ihr jetzt machen? Ihr müsst jetzt mit dem zweiten Fahrzeug das erste Fahrzeug komplett einklemmen. Also die Seite vom Fahrzeug, die noch nicht eingeklemmt ist, einklemmen. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, könnt ihr jetzt testen, ob ihr es richtig gemacht habt. Das bedeutet, ihr steigt jetzt aus, geht jetzt zum ersten Fahrzeug und versucht einzusteigen. Und wenn ihr rein bzw. raus teleportiert werdet, habt ihr es richtig gemacht. Wenn das nicht passiert, Leute, müsst ihr auch ein bisschen hin und her parken, bis das passiert. Gut, wenn ihr das geschafft habt, Leute, geht ihr jetzt zum Garagenausgang, sodass sich oben links das Menü öffnet, wo ihr hingehen möchtet. Sprich, dass ihr aus der Garage rausgehen wollt. Das müsst ihr ausgewählt haben. Also Leute, ihr müsst jetzt so gesehen gleichzeitig aus der Arena rausgehen, aber auch ins Auto einsteigen. Sprich, wir machen das jetzt einfach mal gleichzeitig Dreieck und X drücken. Zack, bumm, bam. Ihr seht das auch kurz hier im Screen. Ich bin im Fahrzeug eingestiegen und bekomme Black Screen. Also ich werde gerade rausgeladen. Seid ihr draußen angekommen, Leute? Steigt jetzt einfach aus dem Auto aus. Registriert euch jetzt als MC President und schaut, wann ihr den Fahrzeugrolla bestellen könnt. Denn ihr seid jetzt zu nah am persönlichen Fahrzeug. Das müsst ein paar Meter zur Seite gehen. Ganz wichtig, Leute, ihr müsst jetzt so lange hier weggehen, bis ihr den Fahrzeugrolla bestellen könnt. Und nicht, Leute, wirklich nicht Fahrzeug einlagern. Das bitte nicht machen. Gut, Leute, mein Part ist einfach gereicht, als ich auf die andere Straßenseite gegangen bin. Denn jetzt kann ich einen Fahrzeugrolla anfordern, was ich jetzt auch gemacht habe. Aber Leute, dieser Fahrzeugrolla wird nie geliefert. Der kommt einfach nicht mehr an. Aber das ist nicht schlimm, Leute. Denn als nächstes gehen wir wieder zu Fuß in unsere Arena rein. Sind wir in der Arena angekommen, Leute, steigen wir jetzt in das Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen. Mein Tipp, Leute, nimmt einen Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Ihr könnt jetzt mit dem Fahrzeug direkt auch in Arena hin und her fahren. Das bedeutet, wir machen jetzt genau das gleiche, was wir eben gemacht haben. Wir fahren jetzt zur Garage und klemmen jetzt schon mal eine Seite des Easys ein. Habt ihr eine Seite eingeklemmt, Leute, nehmt jetzt wieder irgendein Random-Fahrzeug und klemmt die andere Seite vom Easy ein. Habt ihr das gemacht, Leute, müssen wir natürlich jetzt wieder testen, ob ihr es richtig gemacht habt. Also das bedeutet, Leute, wir schauen jetzt, ob wir uns einen Easy rein teleportieren oder raus teleportieren. Wenn das passiert, sehr gut, Leute. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, müssen wir es natürlich jetzt wieder zur Garagenausgang begeben, so dass sich das Menü oben links wieder öffnet und wir müssen natürlich ausgewählt haben, Garage verlassen. Gut, jetzt müssen wir natürlich wieder gleichzeitig aus der Arena rausgehen und in den Easy einsteigen. Das bedeutet, Dreieck und X gleichzeitig drücken. Und ihr seht es auch hier im Screen, Leute, hat bei mir wieder wunderbar funktioniert. So, Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob der Glitch funktioniert hat. Denn wenn ihr draußen gespawnt seid mit den Easy, könnt ihr es eurem Freund sagen, ey, yo, bitte steig mal aus. Und Leute, achtet mal auf mein Nummernschild. Achtet auf mein Nummernschild. Denn ihr werdet merken, jo, das hat sich gerade geändert. Denn das ist richtig, Leute, jetzt ist es das Nummernschild vom Fahrzeugroller. Das bedeutet, Leute, ihr braucht für diesen Glitch keine eigenen Nummernschilder und jedes Duplikat ist ein cleanes Duplikat. Also perfekt, Leute, wirklich perfekt ist dieser Glitch. Gut, als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt einfach euren MOC anfordern, um euer Duplikat, was es jetzt gerade ist, abzuspeichern. So, Leute, habt ihr euren Easy in euren MOC geparkt, dann ist es jetzt auch abgespeichert und gehört euch. Also Leute, ich zeige euch jetzt auch in meinem Fall, dass es jetzt auch hier wirklich ein Duplikat ist. Das bedeutet, ich fahre kurz zurück zur Arena und Leute, ihr werdet sehen, hier steht der Easy mit einem NHW-Kennzeichen und hier ist unser frisch gemachter Duplikat. Und Leute, ihr könnt jetzt einfach sofort weiter glitchen, da euer Freund im Modus ist. Wäre bei mir jetzt nicht die Sache gewesen, dass ich meinen Freund aus Versehen getötet habe mit meinem Easy und ja, tötet euren Freund nicht, dann ist er nicht mehr im Modus. Wenn ihr euren Freund am Leben lasst, bleibt er im Modus, ne? Also, ja, in meinem Fall war es einfach echt unlucky.
Aber egal, ihr versteht das Prinzip, ihr könnt es einfach immer weiter glitschen, solange euer Freund nicht getötet wird von euch, so wie bei mir. Aber gut, Leute, wir wollen jetzt mal wissen, was dann unser Izzy bringt. Also in meinem Fall, Leute, bringt mein Izzy ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Gut, ich habe hinten nicht die Waffe ausgerüstet und noch ganz andere Sachen. Also wenn ihr einen voll ausgerüsteten Izzy hättet, würdet ihr pro Duplikat ca. 1,8 Millionen GTA-Dollars bringen. Und Leute, das für ca. lass mal sagen, 10 Minuten Arbeit ist das schon richtig geile Sache. Aber gut, Leute, das war schon das Ganze. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, dann würde ich mich immer noch übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.